Hi Leute, willkommen zu einem weiteren kleinen Test. Wir testen heute die Asia Instant Nudeln von Indomie. Instant Nudeln mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das sind, ich glaube, schon relativ billige Instant Nudeln, die auch, ich habe keine hohen Erwartungen. Ich bin mal ehrlich. Wir haben hier das Chicken Flavor einmal. Chicken Curry Flavor gibt es. Und auch ganz klassisch natürlich asiatisch fischig. Shrimp Flavor. Es gibt ja zigtausende verschiedene Anbieter wie Yum Yum und Mama und hast du nicht gesehen, diese ganzen großen Hersteller, Maggi und Knorr. Und dann gibt es zum Beispiel so einen Hersteller wie Indomie. Und vorher noch nie gehört, gesehen, ich teste die alle nacheinander, schneide jetzt alles zusammen in ein Video und dann mal mein Fazit im Endergebnis. Ja, so sehen die Nudeln schon mal aus. Dann haben wir hier einmal die Soße und Chili für Leute, die etwas schärfer mögen. Ich mache mal ohne. Und ja, ich gieße erstmal ein bisschen Wasser auf. Ich hoffe, man sieht noch genug. Ich denke, das reicht. Hätte vielleicht vorher. Ach, lol. Okay, so ist vielleicht besser. Genau. Dann kommt da so eine Chili-Würze rein. Die guten Asien-Nudeln-Hersteller, die haben auch dementsprechend, naja, geilere Soße. Diese hier haben, ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, es ist auch nicht wirklich passiert. Nur ein bisschen Salz drin. Ganz, ganz minimal, sieht man vielleicht. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Andere haben richtig schöne Pasten teilweise, ne? Gemüse mit drin. Das ist ja, ja, traurig eigentlich. Mal gucken, wie es schmeckt. Vielleicht mal so im direkten Vergleich zu den Yam-Yam-Nudeln. Man hat erstmals Öl, hat man eben dem nicht. Und man hat halt leckeres Salz. Zumindest beim Gemüse. Beim anderen hat man nochmal eine schöne Würzmischung. Ja, das ist wie gesagt traurig. Ich habe den mit dem Pilz ein bisschen verfeinert. Aber ich lege euch mal kurz beiseite. Weil alleine, wenn ich jetzt hier, ihr hört mich wahrscheinlich noch, ne? Wenn ich das jetzt das dicke Öl reinmache und das Salz alleine. Das Salz. Guckt euch mal diesen Unterschied an. Du hast hier wirklich auch noch Karotte mit bei. Das ist halt einfach. Naja, es ist halt mehr Würzung drin. Mehr. Ja, es ist halt einfach mehr Gewürzen so. Es ist halt einfach schon hochwertig, auch wenn es wirklich nur Asiennudeln sind, aber die sind halt einfach vom Fach. Na, und dementsprechend bei dem anderen sind zwar mehr drin, das ist wohl klar, ne? Aber so richtig asiatisch, oh Scheiße, so richtig asiatisch wirken die nicht, finde ich persönlich. So, ist noch ein bisschen warm, aber ich probiere schon mal ein bisschen. Wir testen mal einfach mal Chicken. Die Nudeln sind echt viel, 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 viel fetter. Und keine Ahnung, mal probieren. Wie gesagt, ich habe keine hohen Erwartungen, aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie die schmecken. Wie erwartet, schmecken die nach nichts. Schade. Ja, wir haben hier noch die Shrimps und die Chicken Curry. Mal gucken, ob die ein bisschen besser sind später.